Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser ersten Fastenwoche, da wir die Lesungen versucht haben, so zu verstehen, dass uns Instrumentarien an die Hand gegeben werden, wie wir in dieser Zeit leben können, wie wir diese Zeit besser leben können, wie wir in dieser Zeit mehr Christ und das heißt mehr Mensch werden. Am Ende dieser Woche wird das noch einmal gebündelt. Wenn wir im Deuteronom hören in der Lesung, wer wir denn da eigentlich sind. Es ist eine sehr beliebte Antiphon, die sehr eingängig ist, die wir seit Jahren singen, die jetzt auch wieder im neuen Gotteslob noch einmal abgedruckt ist. Freut euch, wir sind Gottes Volk. Das ist schön. Viele reden davon, Volk Gottes. Eine große Belebung hat dieses Bild erfahren im letzten Konzil. Aber was es eigentlich bedeutet, erfahren wir hier in Deuteronomium 26. Heilig zu sein wie Gott. Der Weg, den wir in dieser Zeit vor Ostern gehen, ist der Weg unseres ganzen Lebens, nämlich ein Weg der Heiligung, der immer größeren und stärkeren Annäherung an Gott, uns von allem anderen zu befreien, dass wir die Anziehungskraft Gottes überhaupt wieder spüren und uns nicht von diesem und jenem ablenken zu lassen oder von allem anderen angezogen zu sein. Es geht darum, nur von ihm allein angezogen zu sein, damit wir sein Abbild, damit wir das Spiegelbild dessen werden, wer er denn wirklich ist. Die Heilige Schrift verrät uns, wer und was er ist. Liebe. Deshalb gibt uns Jesus in der Bergpredigt hier im heutigen Abschnitt so klare Anweisungen. Man muss euch daran erkennen. Nicht irgendwie so eine allgemeine Konzeption. Da sagen wir ja Nächstenliebe und das brechen wir dann herunter in politische Haltungen, wie wir das dieser Tage erleben, oder sprechen ganz allgemein von Flüchtlingen, wie auch immer. Was gerade so herangeschwemmt wird, auch an politischen Themen. Es ist sehr, sehr, sehr konkret. Es ist der neben mir. Und die, die ich eigentlich nicht ausstehen kann, um die geht es hier, die mir zuwider sind, wo ich schon eine zu viel kriege, wenn ich nur das Gesicht sehe. Genau darum geht es, liebe Schwestern und Brüder. Hier müssen wir nicht nur im Weg der persönlichen Heiligung voranschreiten, sondern miteinander. Dazu gibt es auch diese Zeit. Uns gegenseitig helfen, dass wir Gott ähnlicher sein können, dass wir als Spiegelbild seine Liebe widerspiegeln, dass das andere an uns ablesen können, wie es in der Apostelgeschichte heißt, dass die anderen von außen sagen, seht, wie sie einander lieben. Und nicht nur einander, sondern sogar für ihre Verfolger beten, wie das Stephanus tut in seinem Sterben und wie das viele andere nach ihm getan haben. Das ist das entscheidende Kennzeichen. Es ist der alte Weg der Mönche, der uns ja auch in diesen Tagen begleitet, von denen wir immer wieder Inspirationen bekommen. Evagrius Ponticus sagt das einmal so: Selig ist der Mönch, der alle Menschen als Gott nach Gott betrachtet. Also das andere, die als Abbild Gottes diese Anziehungskraft entwickeln können. Gott bleibt an erster Stelle. Das ist vollkommen indiskutabel, das zu ändern. Und das wäre wahrhaftig auch eine Überlegung wert, auch in unserer Kirche, ob das denn wirklich so stimmt. Ob wir die Hierarchie, die Priorität noch einhalten oder was wir und wen wir an diese erste Stelle setzen. Aber in der klaren Priorität ist es direkt angekoppelt. Selig ist der Mensch, sagen wir ruhig, der alle Menschen als Gott nach Gott betrachtet. Selig ist der Mensch, so Evagrius weiter, der bereitwillig das Heil und den Fortschritt aller mit lauterer Freude wie seinen eigenen ansieht.